Hey Leute, heute ist Montag, der 7. März und es ist jetzt kurz nach 8. Um 9:30 holt die Sophia uns ab, also wir fahren ja immer alle zusammen. Und ich dachte, ich mach mal so ein etwas anderes Video und zwar zeige ich einfach jeden Tag meine Outfits. Ich dachte, wir gucken jetzt mal zusammen, welchen ich anziehen könnte. Ja, ich habe ein Manteproblem. Ich hab das gut, oder? Bei Schuhen sich wirklich fast immer die gleichen an. Keine Ahnung, dafür habe ich zu viele Klappen. Wie man unschwer erkennen kann, nicht gerade schon am Outfits raussuchen. Nee, ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, aber no. Es ist jedes Mal das Gleiche. Man zieht dann doch das an, was man ganz am Anfang rausgesucht hat. Das ist der Look. Okay, warte. Finde ich das vielleicht besser? Also nochmal zum Ende des Videos. Ein kleiner Vorteil. Oder so klein ist der gar nicht. I know, ich habe ein Problem. Ab heute ist nämlich Präsenzunterricht. Das heißt, ich muss wieder in die Uni gehen und muss mich deswegen entsprechend besser anziehen, als wenn ich immer nur so zu Hause gechillt habe und so Chiller-Looks anhatte. Oder teilweise noch mein Pyjama. Und deswegen habe ich mir heute auch mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Ich habe sogar meine Haare gelockt. Also ich bin irgendwie ein bisschen früher wach geworden. Hatte jetzt noch Zeit, noch mal so ein bisschen drüber zu gehen. Deswegen sind meine Schränke gerade so offen, weil ich mir so unsicher war, was ich heute anziehen soll. Aber voll viele Fragen auch immer nach Outfit, Inspos oder insgesamt, ob ich mal mehr Outfits von mir zeigen kann. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht eine ganz coole Idee. Okay, ich brauche nur irgendwas, wo ich euch draufstellen kann, sonst ist es ein bisschen unpraktisch. So, okay. Ich mache mal die Schränke zu, das riecht mich gerade auf. Eigentlich hatte ich mir den für heute rausgelegt. Aber vielleicht ziehe ich das morgen an, mal schauen. So, okay. Das hier ist mein Basic-Outfit jetzt. Ich habe einfach so einen schwarzen Pulli an. Ich finde, der ist voll schön, weil der so ein Cutout hier hat, so einen viereckigen. Und ich mag das irgendwie voll gern. Und der hat so ein bisschen Puffärmel, Hängeärmel, keine Ahnung. Der ist von Naked. Den habe ich aber schon vor längerer Zeit mal gekauft. Also ich weiß nicht, ob es den noch so gibt. Und die Hose, die ist von Zara. Das ist so eine Fake-Lederhose, so eine beige. Und ich habe den Pulli da jetzt so ein bisschen reingesteckt. Und dazu würde ich dann manchmal anziehen. Ich habe hier jetzt mal drei Mäntel rausgelegt, die ich mir alle gut vorstellen könnte. Und ich dachte, wir gucken jetzt mal zusammen, welchen ich anziehen könnte. Weil das sind alles so beige. Ja, ich habe ein Mantelproblem. Zum einen ist hier so ein Blazer, der ein bisschen fester ist. Den finde ich nämlich ganz schön. Ist halt ein bisschen eine andere Farbe von dem Beige her. Ja, ja, ist in Ordnung. Dann habe ich hier noch diesen Trenchcoat. Der ist von Zara. Also der war mal von Zara. Ich glaube, den gibt es leider auch nicht mehr. Und der ist von End Other Stories. Den gibt es auf jeden Fall noch. Der ist halt so süß, weil der hinten hier auch so eine Schleife hat. Aber es sind halt unterschiedliche Farben. Vielleicht müsste ich dazu dann eine ganz schwarze Hose anziehen. Ich mag den aber trotzdem voll gerne. Ich finde das voll schön. Oh, der ist echt richtig schön. Den muss ich mal öfters anziehen. Oh, und ich habe da einfach noch die Muschel drin. Von Barcelona. Cute. Hier. Jetzt noch die Option. Der ist auch von End Other Stories. Die haben voll die schönen Jacken und Mäntel. Die Farbe passt halt schon mal perfekt. Okay, der ist mega schön. Auch von hinten, auch von vorne. Das passt halt voll gut. Okay, ich glaube, ich ziehe den an. Der ist auch so ein bisschen länger. Mag ich voll gerne. Ist halt schon kalt draußen. Aber offen sieht der schöner aus. Und wir fahren ja Auto. Ich glaube, das ist gut, oder? Normalerweise mache ich mir auch gar keine Gedanken mit Outfits, gerade für die Uni oder so. Also, aber irgendwie immer am ersten Tag ist man noch so motiviert. Also ich zumindest. Ja, aber es sieht schön aus, sehr gut. Guck mal, ob ich noch eine andere Option hätte. Ich habe noch den hier. Aber der ist auch ein bisschen dünn. Ja, der ist zu dünn. Den mag ich dazu nicht. Ich hätte auch noch den hier. Ja, ich habe ein echtes Problem. Nee, okay. Oder das wäre halt ein bisschen abgefahrener. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da so sehe. Obwohl, die ist eigentlich auch cool. Boah, die muss ich eh mal öfters anziehen. Aber vielleicht nicht dazu, oder? Nee. Okay, ich bleib bei der Mantel. Sehr gut. die ist von Urban Outfitters. Die war mal von Urban Outfitters zumindest. Ja, okay, ich bleib bei dem. Und ich hätte noch zwei Schuhoptionen. Zum einen hier diese Converse. Oder halt meine Doc Martens. Okay, ich probiere mal beides an.
Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ha. Ach, schwierig. Aber irgendwie fühle ich mich, glaube ich, gerade besser mit den Converse. Ja, zieht euch einfach die an. Ja, das passt. Okay, und die Tasche mal wieder aus. Die habe ich länger nicht gebraucht, deswegen war die so versteckt. Ach ja, perfekt. Okay, morgen. Ich habe gerade nicht so viel Zeit. Okay, mein Outfit ist bis jetzt ziemlich schlecht. Es ist halt noch sehr kalt draußen, also es sind 6 Grad oder so. Und einfach so eine schwarze Hose. Warte. Das ist einfach so eine Anzugshose eigentlich. Ich dachte, ich kann das Outfit so ein bisschen aufwerten mit dem Pulli. Wenn ich den ja um bin, ist es halt zu kalt. Also im Unterricht, okay, im Unterricht wird es so aussehen. Entweder halt einfach so und dann noch so umgebunden. Oder so. So, und wenn mir kalt ist, kann ich den auch dann einfach anziehen. Aber ich werde ihn jetzt anziehen, weil es ist zu kalt. So, und dazu, ich habe überlegt, ob ich den Mantel anziehe. Ich glaube, die andere Jacke wird besser aussehen. Obwohl, das ist halt so ein längerer Mantel. Oder, der Mantel ist von Zara übrigens. Und die Jacke war mal Secondhand von Vinted. Die ist von Burberry einfach. Ja, ich glaube, ich mag den mehr. Ich liebe die Jacke, ich habe die irgendwie fast nur noch an. Ich will nur gucken, dass der Pulli hier so irgendwie oben bleibt. Und dazu ziehe ich dann die Schuhe an. Das sind wieder die Converse. Die habe ich auch fast nur an. Bei Schuhen ziehe ich wirklich fast immer die gleichen an. Und das ist bei mir irgendwie voll unspektakulär. Keine Ahnung, dafür habe ich zu viele Klamotten. Yes, okay. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich habe mich kurz nochmal umgezogen. Ich habe einfach nur die Strickjacke jetzt drüber angezogen statt den Pulli. Ich weiß nicht, irgendwie war ich davor nicht so zufrieden. Ja, irgendwie nicht zu 100%. Ich wollte eigentlich ein anderes Oberteil anziehen, das noch in Deutschland, aber egal. Yes, that's my outfit. Ich muss jetzt in 2 Minuten los, deswegen, das war jetzt gerade nochmal last minute. Die Strickjacke ist von Zara. Yes, aber sonst ist alles gleich. Hello, ganz kurz. Ich habe aufgeräumt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe euch natürlich jetzt kein Vorher gezeigt, aber hier hingen davor ein paar Hosen. Ich habe das nie benutzt, weil ich die eigentlich hier immer in diesen Schubladen habe. Und es war immer irgendwie zu umständlich, die dann aufzuhängen. Und jetzt hängen hier einfach meine Cardigans. Und hier hängen jetzt auch ein paar Pullis, die ich nicht so oft anziehe. Und hier hängen meine Favorite Pullis. Und hier sind halt so Langarm-Oberteile. Noch so ein paar Zip-Hoodies, genau. Ja, that's it. Ich bin trotzdem stolz. Aber ich wollte euch mein Outfit zeigen. Ist jetzt auch schon nach der Uni. Das war der Look. Einfach mit den Converse, die ich jeden Tag anhabe. Ich weiß, bei Schuhen bin ich ein bisschen langweilig. Aber ich habe dieses Top hier von Worst Behavior an. Das ist so ein kurzes Oberteil, darüber eine Strickjacke. Die Strickjacken sind fast alle übrigens von And Other Stories. Ich trage die halt voll gerne gerade mit so Oberteilen, so kürzerem. Weil dann kann man es jetzt auch zur Jahreszeit draußen anziehen. Und einfach die Jeans, das ist eine Levi's 501. Ja, genau. Die habe ich mal secondhand geholt. Aber ich glaube, die gibt es auch so noch. Genau. Und ich hatte dazu diese Jacke an. Die hätte ich euch gestern oder vorgestern schon gezeigt. Und das sah einfach so aus. Und, achso, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Meine Spange. Ja, die ist von Ohaiso, heißt es, glaube ich. Google nochmal ganz kurz, bevor ich euch was Falsches sage. Aber es ist halt einfach so eine helle Haarspange. Oiso. O-Y-S-H-O. Oiso. Ja, die haben auch Klamotten und so. Da war ich in Barcelona in dem Laden. Und die haben auch so diese Silk-Haargummis, die ich eigentlich immer trage und eigentlich auch immer hier habe, aber gerade nicht. Und auch ein paar süße Haarspangen. Und da habe ich die her. Genau. Ja, that's the look. Ist so komisch, dass ich nicht normal vlogge, sondern so nur mein Outfit zeige. Aber ich gehe heute Abend noch weg, da könnte ich euch theoretisch auch dann noch mein Outfit zeigen. Sonst trage ich halt meistens einfach Jogginghose und einen Pulli, wenn ich hier chille. Also ich ziehe mich eigentlich immer nach der Uni um. Aber das ist eigentlich gerade ganz bequem und ich gehe gleich, glaube ich, eh nochmal in die Stadt. Und ich habe noch einen Meeting-Call heute. Deswegen will ich dann auch nicht zu gammelig aussehen. Yes. Hello, es ist jetzt abends, wie man unschwer erkennen kann. Bin ich gerade schon am Outfits raussuchen und ich hatte überlegt, ob ich das
Oberteil heute Abend anziehe. Natürlich nicht so, also nicht mit der Hose. Und dann dachte ich, das könnte ich eigentlich morgen anziehen, weil ich muss bei meinem Praktikum ganz weiß angezogen sein. Und das ist eigentlich ein ganz süßes, ganz weißes Outfit. Dafür, dass es halt ganz weiß ist natürlich. Genau, das ziehe ich heute Abend nicht an. Ich hatte ein paar andere Optionen, aber heute bin ich irgendwie nicht happy. Und genau wegen solchen Abenden oder ich habe auch öfters morgens so die Probleme. Es ging ja jetzt gerade noch mit euch. Aber öfters bin ich einfach nicht happy mit dem Outfit und dann ziehe ich mich fünfmal um. Und deswegen wird es hier so schnell unordentlich. Naja, okay. Aber das ziehe ich wahrscheinlich morgen an. Ich zeige es euch nochmal, mal gucken. Wahrscheinlich. Nee, ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, aber no. Die Hose, ich finde die so schön. Aber ich glaube, die passt mehr so zum Sommer oder nicht so hier hin nach Krems. Ist ja ein bisschen zu schick ist, oder? Ach. Das ist jedes Mal das Gleiche. Man zieht dann doch das an, was man ganz am Anfang rausgesucht hat. Und zwar das Outfit hier. Das ist einfach so ein Basic, also das ist jetzt auch viel schlichter. Das ist einfach so ein Basic-Oberteil von Zara. Eine Lederleggings. Ich weiß gar nicht, woher die ist mehr. Pull and Bear. Und dann meine Doc Martens. Also die hier. Die haben hier so Schnüre. Und dann einfach noch einen Mantel. Wahrscheinlich einfach den. Noch so drüber. Ich finde, ich sehe jetzt nicht besonders gut aus, aber ja, es ist ganz schön. Dann einfach noch die Tasche. Das ist hier so eine Vintage-Gucci-Tasche. Die habe ich mal von meiner Mom bekommen. Sie hat die früher immer getragen und die ist echt schon ein bisschen älter. Aber ich liebe die, da passt auch so viel rein. Oder ich glaube, ich trage die, die ist nochmal ein bisschen schicker. Ich schminke mich jetzt nochmal so ein bisschen drüber. Das ist noch von der Uni. Und dann gehe ich raus. Ich bin irgendwie voll müde heute. Also ich bin gerade gar nicht so motiviert. Aber wir gehen einfach nur in so eine Bar und trinken ein bisschen was. Und da kommen viele Mädels aus meinem Semester. Das ist ganz cool, weil die habe ich ja auch alle dann länger nicht mehr gesehen. Irgendwie bin ich aber auch fertig. Mann, okay. Ich habe mich sogar nochmal umentschieden. Ich habe jetzt die Jacke an oder den Mantel. Das ist irgendwie süßer zum Wenden. Aber sonst ist alles gleich geblieben. So, sieht das Outfit aus mit den Doc Martens. Jetzt ist hier wieder ein Mess. Schaut euch das an. Ich muss jetzt wieder morgen aufräumen. Ich war gerade so stolz, dass alles so ordentlich ist. Aber ich mag das Outfit mit der Tasche. Genau. Ich bin jetzt schon wieder zu spät. In einer Minute müsste ich bei der Anna sein. Ups, sorry. Wir haben heute erst Nachmittags-Uni, weil wir da erst Praktikum haben. Wir wurden in so Gruppen eingeteilt. Auf jeden Fall machen wir deswegen heute Sport. Ich glaube es kaum. Mein anderes Sportoutfit, letztes habe ich euch gar nicht gezeigt, aber das ist mein jetziges Sportoutfit. Das ist eigentlich auch echt langweilig. Ich habe einfach nur schnell eine Strickjacke drüber angezogen und das ist alles von Ocean Support. Genau. Ich hatte ja mal länger mit denen eine Kooperation. Ich habe echt noch sehr viele Sportklamotten und ich persönlich war halt eigentlich immer echt zufrieden mit deren Sportklamotten, die ich bekommen habe. Genau, deswegen habe ich die jetzt angezogen. Okay, ich muss jetzt schon los. Kurzes Update. Ich habe gerade so schnell es geht meinen Körper ein bisschen abgewaschen, also abgeduscht schnell und habe mir Nudeln gemacht, weil ich nur was gefrühstückt habe und es ist jetzt 12.15 Uhr und um 40 fahren wir los, weil um 1 fängt unser Praktikum an und irgendwie haben wir die Zeit jetzt voll unterschätzt, also wir haben sogar eine Stunde Sport gemacht fast, voll gut, aber dann hatte ich erst recht Hunger und dann zu Pesto gemacht. Voll lecker. Und ganz kurz, ich hatte euch ja gestern das eine Outfit gezeigt, weil ich dachte, ich muss was ganz Weißes anziehen fürs Praktikum. Nee, muss ich gar nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, ich muss nur meinen Kittel mitnehmen. Deswegen habe ich jetzt so einfach schnell das angezogen, sehr basic. Wieder diese Levi's-Hose und einfach dieses schwarze Basic-Shirt, was ich die ganzen Tage immer mal anziehen wollte, aber nie gemacht habe. Sehr basic, aber ist in Ordnung. Ich muss eh noch meinen Kittel drüber anziehen. Muss mich gerade echt nur beeilen. Ich muss noch ein bisschen was ausdrucken. Mein Kittel suchen. Oh, bitte lass ihn hier drunter sein. Finn hat nämlich aufgeräumt. Wer weiß, ob ich den jetzt noch finde. Oh, Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ich habe nur noch so einen anderen Kittel. Der ist aber nicht schön, weil der so eng ist. Ich mag den nicht. Ich muss den anziehen. Egal. Okay, passt schon. Kurzes Update. Ich habe noch den richtigen gefunden. Der ist ein bisschen chilliger. Ich mag den mehr. Der ist halt lockerer. Aber das ist eigentlich auch so egal. Also dafür vor allem. Das ist in dem Fach Praxishygiene. Deswegen, ja, anscheinend untersuchen wir Bakterien und so. Yes. So sehe ich dann aus. Noch mit meiner Brille.
Achso, und ich ziehe jetzt noch einen Mantel drüber. Also ich lasse den jetzt noch nicht an. Ich ziehe jetzt einfach die Jacke an, weil es ist draußen mega kalt. Die ist von Parachopper. Und ja, gefällt halt ein bisschen wärmer. Let's go. Hi. Ich habe immer noch das gleiche Outfit an, aber ich würde euch mal kurz zeigen, wie das sein. Sie ist so goldig. Oh mein Gott. Ich passe heute Abend auf sie auf. Also wie kann man sie nicht lieb haben? nee, aber ich freue mich auch so, weil ich auch so meine Hunde vermisse. Und ich gehe jetzt immer ein bisschen mit ihr raus. Ich wollte auch schauen, ob ich mir vielleicht sogar noch Blumen oder so kaufe. Aber unwichtig. Ich wollte euch sie nur mal ganz zeigen. Und sie hat den Body an, weil sie gerade kastriert worden ist oder sterilisiert. Oh, die cute Maus. Wie sie auch da liegt. Oh. Quality Content hier. Morgen. Hallo. Oh Gott, sieht noch fertig aus. Heute ist jetzt unser zweiter Praktikumstag. Ich muss jetzt auch mal schauen, was ich anziehe. Was habe ich heute eigentlich vor? Also ich muss eben ein paar Sachen erledigen. Also erstens habe ich Praktikum um 10 bis 11 Uhr. Das ist echt sehr entspannt. Ich muss doch vielleicht ein bisschen Wäsche machen. Achso ja, okay, ein paar Sachen filmen oder so und vorproduzieren. Nächste Woche kommt meine Mama nämlich auch und ich möchte einfach, dass ich so viel wie möglich schon erledigt habe, damit ich dann auch die Zeit mit ihr nach der Uni genießen kann. Weil ich weiß gar nicht, wie lange ich dann immer in der Uni sein muss. Ja, sie kommt von Montag bis Freitag. Voll cool. Ich freue mich voll. Auf jeden Fall muss ich wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen für Social Media erledigen. Das ist nämlich die Tage ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also so Kooperation planen und so Sachen. Achso, abends gehen wir wahrscheinlich wieder weg. Also Sophia, Anna und ich wahrscheinlich nur. Gestern waren die auch übrigens noch da und wir haben gestern noch viel NTM geschaut, ein bisschen geredet. Meine Stimme irgendwie, ich habe das Gefühl, ist gerade dunkler. Oh, ich bin auch gerade erst aufgewacht. Naja, hab dich schon fertig gemacht. Ach, mach dich an. Also es müsste jetzt wieder nicht so spektakulär sein. Ich hoffe, euch interessieren die Outfits, weil ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen langweilig. Aber das ist halt so das, was ich täglich anziehe. Also meistens ist es halt nichts Außergewöhnliches. Mal theoretisch könnten wir mal eine Hose anziehen, die ich schon länger mal wieder anziehen wollte. Und zwar ist es die hier. Die hatte ich früher mega oft an. Die ist auch ultra bequem. Die war mal von Zara. Ich glaube, die passt mir noch. Mit der hell oder dunkel besser dazu passen. Wahrscheinlich hell. Entweder das hier. Das finde ich eigentlich ganz süß. Aber das wird fast zu einer Jeans besser aussehen, oder? Wir gucken mal. Oder einfach so was ganz Schlichtes. Einfach sowas. Wir beide mal an. Gucken mal. Ja, also ich finde das Oberteil mega süß. Ich finde es von And Other Stories mal gewesen. Ich weiß nicht, ob die Sachen noch aktuell sind oder nicht. Aber ich glaube, zu einer Jeans würde das Oberteil besser aussehen. Ich probiere mal das andere Top dazu an, weil ich hätte irgendwie mehr Lust auf die Hose. Dann ziehe ich einfach das Oberteil an. Ich denke, das passt besser. Also die Jacke und so ziehe ich eh noch an. Ist ein bisschen doof, dass es gekauft ist. Könnte ein bisschen länger sein, weil ich denke, das ist trotzdem in Ordnung. Okay. Ich habe meine Haare übrigens jetzt auch zurückgemacht, auch fürs Praktikum. Mal gucken, ob ich die dann noch richtig zurückmachen muss. Kommt drauf an, was wir heute machen. Mir ist nur irgendwie ein bisschen kalt und ich glaube, ich ziehe jetzt vielleicht einfach noch eine Strickjacke drüber. Das ist so schön aufgeräumt hier, wow. Ach, Mann, die Weißtöne beißen sich halt ein bisschen. Ich ziehe da drüber halt eben den weißen Mantel noch an. Oder stört es mich? Oh, die Jacke ist also bequem. Oder eine schwarze? Okay, ich denke, das ist besser. Es hält auch wärmer vor allem. Und ich ziehe mal andere Schuhe an. Und zwar könnte ich mal die hier anziehen. Ich weiß nicht, falls ihr mich länger verfolgt, kennt ihr die. Und zwar sind da Jack und Frieda drauf gemalt, also meine Hunde von zu Hause. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Schuhe heißen. Sind das Air Force? Von Nike auf jeden Fall. Ich habe die irgendwie voll lange nicht mehr gehabt. So. Okay. Ja, ich finde das Outfit eigentlich echt voll süß. So dafür, dass es relativ basic ist, dann finde ich es irgendwie cool, dass ich die Hose anhab. Also, I don't know. Mittlerweile trage ich auch mehr so basic Sachen. Also gerade für den Alltag. Und Schmuck kann ich beim Praktikum eh nicht tragen. Den habe ich euch jetzt eh auch die ganze Zeit nicht gezeigt. Da drüber trage ich dann lieber halt die Jacke. Ach, aber irgendwie passt sie nicht so gut. Ich hätte auch eine Lederjacke. Nee. Fühle ich auch nicht. Oh, ich muss in 2 Minuten da sein. Ja, das tut's.
Perfekt. Okay, ich muss gehen. Hallo. Ich habe eben gerade geduscht. Heute ist jetzt Samstag, genau. Wir waren gestern übrigens nicht mehr weg. Also wir haben noch bei Sophia Bachelor geschaut. Es ist jetzt 8.12 Uhr und wir gehen heute nach Wien. Und ich muss noch gucken, was ich anziehe. In 20 Minuten wollen wir los. Bisschen schwierig, aber okay, wir gucken mal. Die Sonne scheint, aber es ist schon kalt, denke ich. Minus 1 Grad. Vielleicht mal die Schuhe, oder? Das wäre irgendwie schon mal ganz cool. Dazu brauche ich aber dann eine enge Hose. Vielleicht so eine Lederhose. Darunter ziehe ich aber noch eine Leggings an. Weil die ist ultra dünn, die Hose. Und ich friere ja eh immer so schnell. Hätte ich dazu dann einfach einen schwarzen Pulli oder so. Jetzt nichts Besonderes. Oder einen weißen. Wieder sehr basic. Wir probieren es mal an. Ich bin mir unsicher. Okay. Sehr basic wie immer. Aber ich finde die Schuhe. Mal schauen, ob die das ein bisschen aufwerten, ne? Ja, weil ich finde das Outfit so irgendwie cool. Die Boots sind übrigens von Kopenhagen. Ich habe die nicht so oft an, weil die sind schon für mich außergewöhnlicher. Also man kann die jetzt nicht immer anziehen. Aber das passt ja eigentlich ganz gut. Dazu würde ich dann einfach einen Mantel anziehen oder so. Finde ich nicht schlecht. Und der ist schön. Der ist noch ein bisschen schicker. Oder? Passt der dazu? Irgendwie bin ich mir gerade echt unsicher. Okay, den finde ich eigentlich ganz schön. Ist das too much? Weil so, also es ist schon kalt draußen. Der ist von Benetton übrigens. Also der müsste sogar noch aktuell sein. Und die Boots sind auch noch aktuell. Ich könnte dazu auch noch verschiedene Taschen anziehen. Ich will mal gucken, was jetzt am besten dazu aussieht. All black. Not bad. Die wird dazu auch gut passen. Ist halt schon sehr groß. Das ist die Jacke doch too much. Eigentlich finde ich die ganz gut. Kann ich mir einfach so umhängen. Aber das sieht wieder komplett so doof aus. Ja. Hier kaufe ich einfach wieder die. Yes, okay. Das ist der Look. Okay, warte. Finde ich das vielleicht besser? Irgendwie ist das so ein bisschen schicker halt. Ja, ich glaube, ich finde das besser. Das sieht halt ein bisschen schicker aus für Wien. Die andere ist halt schon sehr dick. Wahrscheinlich werde ich jetzt frieren. Aber ich finde die so ein bisschen eleganter. Gerade mit den Boots. Ja, okay. Das ist jetzt der finale Look. Achtung. So, ich finde es schön. Ja, da fühle ich mich auch besser als mit der Jacke. Okay. Perfekt. Hallo. Ich fühle mich heute nicht so gut. Deswegen ist mein Outfit heute das hier. Und ich werde heute auch nicht mehr rausgehen oder so. Hört ihr das an meiner Stimme? Ich muss mich morgen auf jeden Fall mal testen lassen. Ich habe hier leider keine Schnelltests zu Hause. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen erkältet. Gut. Auf jeden Fall mache ich heute eh nicht so viel. Ich schneide noch ein neues Video. Also mache alles ready, dass es heute noch online kommt. Heute ist ja eh sonntags. Deswegen ist es in Ordnung. Ich habe halt jetzt auch kein süßes Chiller-Outfit an. Ab und zu gebe ich mir ja trotzdem ein bisschen mehr Mühe. Aber ich habe mich heute gar nicht danach gefühlt. Aber ich habe trotzdem schon aufgeräumt. Waschmaschine läuft, Spülmaschine läuft. Habe einfach mal ein paar Sachen erledigt. Trotzdem, ich dachte nur, weil das vielleicht jetzt auch ein bisschen uninteressant war, kann ich euch zeigen, was ich mir gestern gekauft habe. Kleiner Haul. Wir waren ja gestern in Wien. Ah, und ich habe mir auch neue Ohrlöcher stechen lassen. Wait. Jetzt hier noch eins, da hatte ich nur ein Ohrloch. Und hier habe ich jetzt noch ein drittes einfach. Deswegen musste ich auch zum Piercer, weil das ist, bei mir ist das nämlich so weit oben, dass es schon eine wichtige Stelle ist, wo man nicht einfach so durchstechen sollte. Und außerdem hoffe ich halt so, dass die sich nicht entzünden und alles gut verläuft. Aber ich finde es richtig schön. Also ich bin voll happy. Meine Freundinnen haben sich auch Ohrlöcher stechen lassen. Jetzt habe ich 2 und 3. Schaut mal, wie schön. Ich habe mir auch Blumen geholt gehabt vor ein paar Tagen. Hier ist, die sind echt mega pretty. Ich finde, sowas macht immer so viel aus. Also nochmal zum Ende des Videos. Ein kleines Ohr. Oder so klein ist der gar nicht. Wenn ich nicht shoppen möchte oder eigentlich auch nichts brauche, kaufe ich was ein. I know, ich habe ein Problem. Es war wirklich nicht gewollt. Und ich habe auch ein Jackenproblem. Ich habe ein paar Jacken geholt. Ich zeige euch das, weil es immer voll viele interessiert. Deswegen, ich denke mal, deswegen schaut ihr euch auch das Video an, weil ihr euch auch für meinen Style so ein bisschen interessiert. Und ja, die Sachen sind halt noch aktuell.
Bei Urban Outfitters habe ich mir die Jacke geholt, die war runtergesetzt. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine Männerjacke, ich bin mir nicht ganz sicher. Die war in dieser Sale-Abteilung und die ist von dieser Marke Let's Friends. Das ist so eine College-Jacke und ich fand die ultra schön. Die ist halt so ein bisschen chilliger, aber ich fand es irgendwie richtig pretty, auch als ich die angezogen habe. Die anderen meinten auch, ich soll sie holen, weil sie es irgendwie voll cool fanden. Yes, okay. So sieht die aus. Dann habe ich mir zum einen noch so einen kleinen Teller geholt. Also der sieht so aus. Ich fand den richtig süß. Ich dachte irgendwie für meine Ringe hätte ich dann mal was Separates. Und dann habe ich mir noch das hier geholt. The Original Bro Soap. Bro Soap, genau. Sieht so aus. Und ich wollte es schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Da ist auch so ein Bürstchen dabei. Und das habt ihr bestimmt auch schon öfters gesehen bei anderen. Hier ist dann diese Seife drin. Aber damit kann man dann die Augenbrauen so hoch bürsten. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Genau. Mal schauen, ob mir das überhaupt steht. Ja, und dann waren wir noch bei Zara. Da habe ich echt ein bisschen was gefunden. Zum einen ist es hier so ein Kleid, ein Sommerkleid. Ich werde es jetzt nicht anziehen. Ich bin wirklich nicht motiviert dafür und fühle mich jetzt auch nicht so danach. Aber das ist voll süß. Das kann man hier so zumachen. Das hat hier aber auch so einen Kragen und hat so kurze Ärmel und für den Sommer fand ich es halt voll schön. Das sah angezogen auch voll schön aus. Und dann ist es sehr zerkrümpelt. Aber ich habe mir den Mantel hier geholt. Das ist so ein Trenchcoat, aber in so einer helleren Farbe. Ich habe nämlich so einen dunkelbraunen, also halt diese typische Trenchcoat-Farbe. Und der ist halt so heller. Bei dem Outfit wird jetzt wahrscheinlich nichts gut aussehen. Der fällt halt so ein bisschen lockerer. Ich finde den mega, mega schön. Von hinten sieht er auch sehr süß aus. Ja, okay. Noch eine Jacke und noch ein Blazer. Aber das Ding ist, ich wollte schon die ganze Zeit so einen in der Farbe. Anna hat, glaube ich, genau den gleichen und Sophia und ich wollten uns den die ganze Zeit auch holen. Und wir beide haben uns den auch gekauft jetzt, weil den gab es irgendwie länger dann nicht mehr. Also ja, ist einfach so ein grüner Blazer mit diesem Olivton. Ja, ich trage voll gerne Blazer, gerade auch im Sommer oder im Frühling, also wenn es einfach ein bisschen wärmer wird. Ich finde, das ist immer voll schick und voll schön. Und als letztes habe ich mir noch so ein Kleid geholt. Das ist so grün. Ja, ihr seht es ja. Hat lange Ärmel, ist halt auch voll schön für den Sommer. Ja, genau. That's it. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte dich irgendwie ein bisschen inspirieren. Ich weiß, meine Outfits waren meistens sehr basic, aber es ist halt meistens mein Style. Und ich habe auch das Gefühl, man kann eher stylischer werden, wenn man nicht so dicke Jacken anziehen muss. Im Sommer oder vor allem auch im Frühling. Gerade mit so Blazern und so hat man irgendwie schönere Outfits. Oder ich zumindest, keine Ahnung. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und du kannst mich gerne abonnieren, ich würde mich voll freuen. Dann verpasst du kein Video mehr von mir. Du kannst auch gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da zeige ich auch ab und zu meine Outfits. Oder du siehst halt auch mehr Fotos von mir und Outfits. Dankeschön, dass du bis jetzt zugeschaut hast. Und ciao.